Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stando Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Roblox. Ihr wisst ja, es ist eben, also viele wissen auf jeden Fall, dass das neue Update von Notruf Hamburg raus ist, also praktisch die V3.1.0 ist raus und ich werde euch heute einfach mal ein bisschen zeigen, was genau denn hier alles so neu ist. Wir legen erstmal direkt los, indem wir, also ich lese das euch einfach vor, weil ich habe hier so einen kleinen Screen offen, wo ich mir das geschrieben habe. So, Winter, denn es gibt in dem Bereich der Karte Bergedorf Schnee. Das heißt, ich weiß absolut keine Ahnung, was Bergedorf ist, ich denke mal das hier. Wir fahren da mal einmal hin und gucken uns das Ganze mal an. Auf jeden Fall gibt es dort anscheinend jetzt ein, einfach Schnee als Winter-Update. Also der Winter ist ja, wie man schon unschwer erkennen kann, da. Und in diesem Update ist halt praktisch dann auch einfach ein bisschen Schnee reingekommen. Zwar nicht hier, allerdings hier im Bergedorf irgendwie. Ich muss tatsächlich einmal... Hier sieht man es. Hier ist jetzt tatsächlich Schnee. Sieht eigentlich ganz geil aus, was geiler wäre, glaube ich, wenn das überall geschneit hätte. Also wenn hier überall so Schnee wäre. Weil so ist tatsächlich jetzt nur hier Schnee. Und also nur hier in diesem Bergedorf tatsächlich Schnee. Sonst halt nicht. Na, also hier endet das schon wieder. Na, wie kommt man denn da auf die andere Seite, Mensch? Aber ist trotzdem auf jeden Fall geil. Und was man jetzt auch machen kann, ist in Zügen einsteigen. Das mache ich auch einmal. Eben kurz, dazu muss ich hier einmal links, glaube ich, rein. Nee, ich will ja gar nicht. Ich will ja gar nicht zum Dingsbums. Wo bin ich denn hier? Ah, da. Ich will ja zum. Voilà. Okay. Also ich kann euch das einmal vorlesen. Der Hauptbahn, der Hamburgbahn, Regionalzug, hält jetzt an Bahnhöfen und erlaubt den Fahrgästen den Einstieg. Er hält in der Nähe des Juweliers, am Hafen und in der neuen Region am Passagierdock. Hamburg Hafen City. Okay. Schauen wir doch mal. Tatsächlich. Ja, also hier sieht man auf jeden Fall, hier so in diesem Bergedorf hat es einfach geschneit. Und letztendlich war es das auch wirklich. Eigentlich schon. So. Ja, mehr gibt es hier nicht. So. Wir gehen aber mal zum Hafen, denn dort kann man in dem Zug auch einsteigen. Der hält nämlich jetzt auch dort. Und wir fahren da jetzt einmal hin und gucken mal so ein bisschen, wie das aussieht. Übrigens, ich werde in diesem Video nichts spielen, sondern einfach nur dieses Update hier zeigen. Also erhofft euch nicht, dass ich irgendwas in irgendeiner Art und Weise mache. So, wir fahren einfach mal geradeaus, weil dann sind wir tatsächlich schneller hier in diese Kurve. So. Genau. Es gibt natürlich auch noch neue Fahrzeuge, die werde ich euch gleich einmal vorstellen. So, eigentlich müsste der Zug tatsächlich jetzt hier hinten bei diesem Passagierdingens da halten. Behalter, guck mal, ihr seht ihn schon. Bitte fahr jetzt nicht weg. Blöder Zug. Wenn du jetzt wegfährst, bist du der größte Rotz. Ich steige jetzt ganz schnell ein. Nein, 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 bitte. Ich will einsteigen. Lass mich einsteigen. Nein. Ach so, das ist der Regionalzug. Der hält an, ne? Bahnhöfen und erlaubt. Kann man ja auch sehen, wann der kommt? Nö. Er hält in der Nähe des Juweliers am Hafen und in der neuen Region am Passagierdock Hamburg Hafen City. Okay. Ich warte jetzt einmal hier kurz und mache einen kurzen Cut, bis er wieder da ist. Ich habe es mal anders überlegt. In der Zeit kann ich nämlich tatsächlich ein Handy-Update zeigen, denn es gibt jetzt auch tatsächlich ein neues Update auf den Handy. Man kann nämlich jetzt Einstellungen in der App sehen. Wenn ich hier einmal das Handy öffne, seht ihr hier schon den Bereich Einstellungen. Ist jetzt nichts Neues, weil dieser Bereich gab es tatsächlich vorher auch schon. Allerdings kann man jetzt eventuell ein paar neue Dinge machen. Erstmal die erste Option ist tatsächlich: Du kannst den Background changen. Das heißt, du kannst hier auswählen, in was für einem Hintergrundbild du praktisch dieses Handy haben willst. Standardmäßig war ja immer dieses hier drin.
Und jetzt kann man tatsächlich auch einfach sagen, hier, ich möchte einfach ein Polizeibild als Hintergrund. Und meiner Meinung nach muss ich wirklich sagen, ist das sehr geil. Was geil wäre, wenn man tatsächlich auch noch hier so einen Button hätte, wo man auch wirklich eine Datei also reinpacken könnte, wäre noch geiler. Ihr habt auch schon gesehen, hier gibt es noch andere Einstellungen. Genau, du kannst nämlich einmal die Background-Music ausschalten. Das heißt, wenn du in diesem Spiel joinst, wird ja standardmäßig immer gezeigt, immer diese Musik am Anfang gemacht. Dies kannst du ausschalten oder anschalten. Messenger-Pings sind einfach die Pings, die ihr hier unten seht, unten rechts, wenn ihr eine Nachricht bekommt in Roblox, also von jemandem, könnt ihr auch ausschalten, wenn ihr keine Nachrichten mehr haben wollt. Und man kann jetzt ja auch sehen, Autostart Vehicles. Denn wenn man jetzt hier ins Auto einsteigt, seht ihr hier schon, das Auto ist an. Na, also wenn ich jetzt hier wieder reingehe, da seht ihr es, ist es an. So, wenn ich jetzt allerdings hier das ausschalte, so, und einsteigen will und aussteige, seht ihr tatsächlich, ist es auch an? Okay. Ach so. Ach, bin ich blöd. Da ist auf jeden Fall gerade der Zug gewesen, der Intercity und die Deutsche Bahn, die Hamburger Bahn. So. Jetzt seht ihr, ist es tatsächlich aus. So. Wenn ich jetzt das hier einmal einschalte und einsteige, müsste es eigentlich angehen. Geht tatsächlich irgendwie gerade nicht. Ja, gut. Also eigentlich sollte das angehen, so habe ich das jetzt verstanden, keine Ahnung, warum das nicht geht. Ist aber auch egal. So. Es gibt natürlich auch zwei neue Autos. Einmal ein Falcon Traveller, der heißt so wegen Copyright und sowas. Ne, ihr wisst Bescheid. Dort kann man, also für Polizei und Bürger ist der. Und es gibt auch einen Mountlane National GT, nur für Bürger. Den schauen wir uns auch gleich an. Es gibt natürlich auch noch Leistungsverbesserungen und FPS-Zahl der Speicher und der Speichernutzung. Genau. Dem Taser wurde ein GUI hinzugefügt, die Zeit anzeigt, bis der Taser wieder aufgeladen ist. Also praktisch weiß man dann, wann der Taser funktioniert. Das gucken wir uns auch gleich nochmal an. Und dann gibt es noch so ein paar neuere Funktionen wie Behebungen. Also das Navigationssystem wurde verbessert. Da erkenne ich gerade aktuell gar nichts. Muss ich wirklich sagen. Aber wurde anscheinend auch irgendwie verbessert. Die Preise im Farmladen sind auch unterschiedlich auf Servern. Das heißt, es kann in jedem Server andere Preise für diesen Farmladen tatsächlich geben. Außerdem können die Polizisten jetzt mit... Also kriegen Polizisten jetzt, wenn die Reifen zerstören, 3 XP. Und die Reifen, also du musst da jetzt nur noch 7-mal drauf schießen, anstatt 8-mal. So. Busfahrer erhalten auch jetzt ein XP mehr anstatt 6. Mehr ist es auch nicht. Der Trecker hat jetzt auch Warnleuchten. Das kann ich euch eventuell auch nochmal zeigen, wenn ich es tatsächlich nicht vergesse. Oh, da ist der Zug. Bitte halt da an. Ich will nämlich mit dir fahren, du blöder Zug. Ja, jetzt kann man hier einsteigen. So, zack. Ihr seht es, wir bleiben jetzt einmal im Zug und wenn er dann fährt, fahren wir hier einmal komplett im Kreis, bis wir wieder am Auto angekommen sind. Ich will tatsächlich einfach nur kurz ein bisschen gucken. Guck, er fährt jetzt los. Boah, das muss man wirklich sagen, Bruder, ist so eine geile Sache, ne? Auf jeden Fall gibt es jetzt auch elektrische Fahrzeugmotoren, die sofort starten. Es gibt Ampeln, die jetzt nur noch blinken, wenn es tatsächlich, ja, einfach nicht mehr. Wenn die Ampeln ausgefallen sind, blinken die nur noch auf der Seite, wo man Vorfahrt gewähren muss. Und halt nicht mehr anders. Genau. Kann das sein, dass ich jetzt nicht mehr weiterfahren kann? Oder fahren wir jetzt hier durch den Tunnel? Das wäre jetzt interessant, tatsächlich. Okay. Außerdem wurde die Sprunghöhe ein bisschen geändert, einfach wegen Realismus. Ich muss sogar aussteigen. Wattenrotz, jetzt muss ich hier warten, bis der Zug von hier kommt. Ja gut, dann fahren wir halt jetzt einfach wieder zurück gleich. So, genau. Ja.
Ja, das haben wir alles erklärt. So, jetzt müsste eigentlich alles so wieder da sein. Wenn wir jetzt einmal zurückfahren dürften, könnten wir auch tatsächlich einmal zum Dorfladen, zum Autohändler fahren. Ich mach mal kurz einen Cut und wir sehen uns gleich, wenn der Zug tatsächlich hier ist. Da könnt ihr einmal nochmal den Intercity Express sehen. Das ist jetzt praktisch der ICE gewesen. Ja, was will dieser Polizist von mir? Ich weiß es nicht. So, warten wir hier einfach mal auf der Deutschen Bahn, beziehungsweise auf der Hamburger Bahn. ja. Gut. Ich wollte euch einfach nur kurz eben den Intercity zeigen. So, da ist er da. Ist er doch. Da steht auch Bergedorf tatsächlich. So, steigen wir mal ein und fahren jetzt einfach mal bitte wieder zu meinem Auto, damit ich eventuell tatsächlich mit dem Dings fahren kann. Also, ihr habt auch gesehen, tatsächlich ist es so, dass man, wenn man praktisch auf dieser Seite einsteigt, dass man dann bis hierhin zum Juwelier kommt und dann muss man anhalten. Dann fährt nämlich dieser Zug hier weiter. Ja. Ja, also ihr seht jetzt, der fährt hier einmal wieder zu meinem Fahrzeug, also hier zu dieser Haltestelle. Was geil wäre, wenn diese Haltestellen auch angezeigt werden tatsächlich. Aber werden die halt nicht, ne? Und dann fährt er hier, glaube ich, irgendwie noch bis weiß ich nicht was. So, und jetzt ist er einmal hier angekommen. So. Bam, bam, bam. So. Okay, dann fahren wir doch jetzt einmal eben zum Autohändler. Beziehungsweise ich mache hier kurz einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir einmal. So, dann könnten wir jetzt hier genau, hier ist einmal der neue. Der kostet tatsächlich 730.000 Euro, hat 450 PS. Aktuell ist tatsächlich der Bugatti einfach trotzdem noch der schnellste. Ja, hat eine Höchstgeschwindigkeit von 305 km/h. Und dann ist noch folgender neu. Genau, hier kann man einmal sehen, kann man doch nicht sehen. Genau, hier. Das hier ist auch nochmal ein neuer, glaube ich. Ich muss kurz auf die Liste hier gucken. Genau, Falcon Traveler ist auch übrigens neu. Kann auch 215 km/h fahren. Ist sogar schneller als der hier. Okay, gut. Dann, jetzt bauen wir mal eben kurz mein neues Auto wieder. Tatsächlich, weil ich tatsächlich ein bisschen blöd war im Fahren. So, fahren wir jetzt einmal eben noch zum Polizeistation. Denn dort zeige ich euch nochmal den Taser und dann sehen wir uns gleich. So, wie man hier auch sehen kann, sind tatsächlich diese Bushaltestellen neu. Denn hier wurden jetzt neue Bushaltestellen auch noch hinzugefügt. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob das schon vorher war. Ich glaube aber nicht. So, wir gehen jetzt hier erstmal in den Polizeiteam, gehen hier als Streifenpolizist und starten die Schicht. Und da wir ja den Taser schon direkt in der Hand haben, können wir den auch testen. Und hier seht ihr jetzt schon, hier unten steht Charged. Und wenn ich jetzt einmal drücke, zack, dauert es genau 10 Sekunden, also 13 Sekunden, bis der tatsächlich wieder voll ist. Kann man jetzt hier rumlaufen, bla bla bla. Und ja, jetzt ist er wieder voll. Und jetzt kann ich wieder ballern. So, ne? Und das geht halt. Neu. Ist halt neu, so. Ja, mehr gibt's hier nicht. Das war tatsächlich dieses ganze Update. Ja, also das war's. Ja, Leute, wenn euch dieses kleine Update-Video gefallen hat über Merchtesdambo, ich würde es mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, die Glocke aktiviert und auch einen Kommentar in dem Video schreibt. Ja, ne? Habt einen traumhaften Tag jetzt. Haut rein, euer Sando. Ciao, ciao.